So, die ersten Meter liegen schon hinter uns. Ich bin heute mit meiner gesamten Familie auf der Canis Flu, um hochzuwandern natürlich und natürlich Fotos machen. Fotos im Berg, immer wunderschön, viele, ganz, ganz viele Motive. Man kann so viele schöne Sachen hier sehen, von Blumen über Tiere, über Bergketten natürlich und ganz tolle Perspektiven entdecken. Also begleitet mich mit auf die Canis Flu. Ihr schaut der Pfleka Fotografie. Mein Name ist Dennis. Und da wollen wir noch oben rauf. So, mitten im Weg, mal kurze Trinkpause. Die ersten Bilder sind ja schon im Kasten, habt ihr ja schon gesehen, habe ich schon eingeblendet. Ja, die ersten 300 Höhenmeter von 650 Höhenmeter haben wir geschafft, also ungefähr die Hälfte. Aber schaut euch mal das Panorama an. Wenn das nicht geil ist und das nicht Bergherzen erfreut, dann weiß ich es auch nicht. Mega. Ich habe es gar nicht gut gemacht. Berge sind einfach wunderschön. Ihr könnt hier echt tagelang, wochenlang drin verbringen und mich einfach von dieser Schönheit und Anmut leiten und führen lassen. Klar, wir haben ein bisschen Sonnenschein, deswegen und die letzten Tage war es auch wieder in den Bergen ein bisschen kühler.
und deswegen haben wir auch ein bisschen Dunst in den Bergen, sodass ja, fast nichts, also keine Weitsicht heute möglich ist. Aber das ist doch egal. Das macht es ja schließlich auch schön und man hat ja auch so genug zum Fotografieren. In dem Fall. Wir hören uns vielleicht zwischendrin und ansonsten spätestens am Gipfel wieder. So, wir sind oben am Gipfelkreuz. Ganze Familie angekommen. Was für eine Aussicht hier oben. Ich glaube, ihr habt es gerade schon durch die Drohnenaufnahmen gesehen, aber ich zeige es euch trotzdem nochmal. Sorry, heute übrigens nur mit der GoPro, aber mir war das zu blöd, auch noch meine R7 hier hochzuschleppen. Also von dem her hoffe ich, dass auch die GoPro-Bilder ganz cool sind. Also, wir haben hier einmal unten das Tal und hinten sieht man den Bodensee. Mega cool. Da ist noch der hohe Stoß hier unten. Den kann man auch besteigen, aber muss man nicht unbedingt machen. Und dann hier ringsrum, schaut euch das an. Ein Alpenpanorama, super schön und wie ihr seht, auch
mit kleinen Kindern machbar. Allerdings tut mir einen Gefallen, ich sehe es immer und immer wieder, wenn man in die Berg geht, festes Schuhwerk anziehen. Ganz, ganz wichtig, festes Schuhwerk und nicht irgendwelche Turnschuhe oder Stöckelschuhe. Auf dem Sentis schon erlebt, auf dem Pfänder schon erlebt. Da fährt zwar eine Seilbahn hoch, trotzdem ist es ein Berg und im Berg benimmt man sich mit ordentlichem Schuhwerk und nicht mit Turnschuh oder sonst was, sondern Bergschuh. Wie gesagt, auch unsere Jüngste hat es geschafft und die ist gerade mal 4. Gell, Lara? Du hast es geschafft, jawohl. Und ja, war eigentlich ganz angenehm hier hoch. Allerdings sind auch ein paar kleine Stücke relativ steil dabei. Unsere Mutti hatte schon Bedenken, dass wir nachher nicht mehr lebend runterkommen. Aber der Papa hat vorgesorgt, der schnallt die Kinder jetzt nachher an beim Runter. Und dann geht's abwärts. Jo, ich mache jetzt hier oben noch ein bisschen Brotzeit, noch ein bisschen Vesper. Das haben wir uns jetzt verdient nach fast 2 Stunden Aufstieg. Und ja, genieße hier noch ein bisschen die Aussicht. Wenn mir noch mal was zum Fotografieren kommt, melde ich mich noch mal. Aber auf jeden Fall melde ich mich noch mal, wenn wir heil unten am Auto angekommen sind. Und in der Zwischenzeit lasse ich euch einfach an dem, was ich noch an Videoaufnahmen aufnehme, teilhaben vom Abstieg. Und ja, wir sehen uns nachher wieder. Das ist geil hier oben, ich sag's euch, mega.
So, hinter mir, da liegt die Canis Fluh. Und unsere Wanderung ist damit auch zu Ende für heute. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein paar tolle Bilder und einen tollen Ausflugstipp vielleicht auch geben. Die Canis Fluh lohnt sich auf jeden Fall, ist eine sehr, sehr schöne Wanderung. Wir haben mit kleinen Kindern jetzt 2,5 Stunden Aufstieg gebraucht und circa 1,5 Stunden Abstieg. Also war völlig in Ordnung. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich war zum letzten Mal als kleines Kind hier mit meinem Opa. Ihr startet am besten vom Parkplatz hier unten. Da oben seht ihr sie, die Edelweißhütte. Dort könnt ihr am Parkplatz könnt ihr starten und könnt dann von dort aus den Weg in 1,5 Stunden auf die Canis Fluh machen, ohne Kinder. Mit Kindern müsst ihr wissen, dass es eben länger dauert. Ja, ich freue mich jetzt auf gescheite Brotzeit und auf ein Feierabendbier. Und deswegen, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Trip. Wo der hingeht, weiß ich allerdings noch nicht. Ciao, bleibt gesund.